Und diese Kugeln hier tobt ein Krieg Österreich gegen den Rest der Welt. Denn in dieser Konditorei in Salzburg, da wurden sie erfunden, die Mozartkugeln. Aber warum gibt es eigentlich so viele verschiedene und was macht die Originalkugel aus? Wir lüften das Geheimnis. Es gibt sie in den verschiedensten Variationen und Verpackungen. Und sie sehen alle anders aus. Sie sind mal rund, mal eckig. Sie schmecken sogar anders. Dabei bestehen alle Mozartkugeln aus den gleichen Zutaten. Aus Schokolade, Nougat, Marzipan und Pistazie. Wir wollen wissen, wo liegt denn der Unterschied? Und wie sieht die Herstellung der Kugeln aus? Also fahren wir nach Salzburg in Österreich, der Heimat des Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart. Hier begegnet man ihm überall, in jeder Form. Zum Beispiel als Parfum, als Likör oder als Spielzeug. Sein Name und Gesicht zieren die verschiedenen Pralinen. Doch alle gehen zurück auf die Original-Salzburger Mozartkugel. Eine Erfindung der Konditorei Fürst. Hier wird sie seit über 115 Jahren hergestellt und verkauft. Wir treffen Norbert Fürst, den Nachfahren des Erfinders. Sein Ur-Ur-Großvater Paul Fürst hat 1890 die Mozartkugel entwickelt und damit auf der Pariser Weltausstellung die Goldmedaille gewonnen. Die Familie setzt auch heute noch auf traditionelle Herstellung. Wir produzieren die Original-Salzburger Mozartkugel nach wie vor so, wie Paul Fürst sie damals erfunden hat, also nach dem Originalrezept. Die beinhaltet an sich eine größere Nougat-Menge. Und Marzipan hat so ein bisschen den Nachteil, dass sehr viel Zucker beinhaltet. Das heißt, Marzipan ist sehr süß. Und wir versuchen, da sehr viele süße Bestandteile enthalten sind, wir versuchen, den Geschmack ein bisschen weg vom Süßen zu bekommen. Da eignet sich Nougat als Hauptbestandteil besser. Die Mozartkugeln entstehen in reiner Handarbeit. Wie genau, dürfen wir nicht drehen, sondern nur, wie sie ihren Schokoladenüberguss bekommen. Pro Stunde schafft eine geübte Mitarbeiterin 1000 Kugeln. Damit die Schokolade immer gleich gut aussieht, müssen die Kugeln mindestens eine halbe Stunde lang trocknen. Das ist wichtig, so entstehen keine Fingerabdrücke, wenn die Konditorin die Holzstäbe herauszieht. Übrig bleiben unschöne Löcher in den Mozartkugeln. Das geht natürlich nicht. Deshalb schließt die Konditorin diese mit Schokokuvertüre. Es bleibt ein kleiner Hügel. Wir halten fest, die Mozartkugeln der Konditorei Fürst sind das Original. Aber warum gibt es dann weit über 10 verschiedene Hersteller? Paul Fürst hat die Kugel nicht schützen lassen. Jeder hat sie nachmachen dürfen und speziell in der Nachkriegszeit ist das natürlich auch passiert. Das ist in Salzburg von der Industrie aufgegriffen worden, das wird in Deutschland von der Industrie aufgegriffen. Paul Fürst hat schlicht vergessen, seine Erfindung schützen zu lassen. Sehr zur Freude des weltweit größten Herstellers von Mozartkugeln. Der sitzt in Deutschland, nahe der Grenze zu Österreich, in Bad Reichenhall. In der Fabrik entstehen täglich eine halbe Million Mozartkugeln, die in 56 Länder gehen. Auf über 30 Fließbändern sorgen 400 Mitarbeiter dafür, dass die gigantische Produktion reibungslos funktioniert. Die Zutatenliste der beliebten Praline ist auch hier ähnlich. Nougat, Schokolade, Marzipan, Pistazie und ein kleines bisschen Alkohol. Eine perfekte Mozartkugel entsteht in 5 Schritten. Hauptzutat ist hier, im Gegensatz zum Original, Marzipan. 700 Tonnen pro Jahr. Produktionsleiter Reinhold Kaiser checkt die Qualität zunächst mit einem Drucktest. Wäre das Marzipan an dieser Stelle zu hart, könnten wir es im weiteren Prozess nicht ausformen. Wäre es zu weich, würde es beim Auspressvorgang ölig werden. Auch die Temperatur des Marzipans muss stimmen. Ist die Masse zu warm, haben die späteren Kugeln eine schlechtere Qualität. 18 Grad Celsius, genau richtig. Schmeckt das rohe Marzipan aromatisch nach Mandeln, startet die Kugelproduktion. Dem Marzipan wird Puderzucker beigemischt für die Süße.
Der Vorteil, er verändert den Geschmack nicht zu sehr. Das nennen die Fachleute veredeln. Hinzu kommt eine klare Flüssigkeit, Alkohol, meist Jamaika-Rum. Doch alle Zutaten verrät man uns auch hier nicht. Wir wollen wenigstens wissen, wie viel Alkohol ist denn in der Praline? Wir geben hier eine Gesamtmenge von 0,4% Alkohol zu. Wenn wir es mit einem handelsüblichen Orangensaft vergleichen würden, dieser hat bis zu 1% Alkohol. Also unbedenklich. Aber nach einer Kugel sieht das ja nicht aus. Seltsam, aus der Marzipanmasse entstehen kleine Ringe, denen noch eine kleine Menge Pistazien hinzugemischt wurden, für den typischen Geschmack. Die ausgerichteten Marzipanreihen werden hier mit einem Laser erfasst. Man spricht hier vom Triggern. Das ist notwendig, damit der nachfolgende Nougat-Füllkopf auch richtig mittig in das Marzipan-Nest trifft und die Füllung richtig platziert ist. Nougat ist hier also nur ein kleiner Bestandteil der Kugeln. Und ziemlich weich sind diese Nester auch noch. Das ändert sich hier, in einem Kühltunnel. Bei frischen 14 Grad Celsius erhalten beide Zutaten die nötige Stabilität. Jetzt kommt noch der Deckel drauf, und zwar aus ganz normalem Marzipan. Das Ganze sieht aber immer noch nicht sehr kugelig aus. Deshalb beginnt eine Maschine, die oberen Kanten rund zu formen. Es entstehen Marzipan-Halbkugeln. Bereit für eine süße Dusche aus reiner Alpenmilchschokolade. Insgesamt fließen über 500 Tonnen Milchschokolade pro Jahr hier durch. Anschließend geht es wieder durch einen Kühltunnel. Die Schokoschicht muss hart werden. Denn es folgt Schokodusche Nummer 2, diesmal aus Zartbitterkuvertüre. Langsam sehen die Pralinen aus wie Mozartkugeln. Eine letzte Fahrt durch Kühltunnel Nummer 3 und es ist fast geschafft. Aber warum braucht man gleich zwei Schokoschichten? Zum einen, die Aromen bleiben wunderbar erhalten und zum anderen erzeugt es beim Verzehr einen wunderbaren Knackeffekt. Was auffällt, Mozarts Kopf ist immer genau mittig oben auf der Praline zu sehen. Das ist natürlich wichtig für den Wiedererkennungswert. Aber wie schaffen die das? Jeder einzelne Folienzuschnitt wird mittels der sogenannten Druckmarke erfasst. Das passiert über einen sogenannten Kontrasttaster. Und so schaffen wir es, durch die Korrektur der Folie, die Folie auch immer mittig auf der Kugel zu platzieren. Das gilt für alle 56 Länder. Die Mozartkugeln sehen überall identisch aus und schmecken auch immer gleich. Sogar in so exotischen Gegenden wie Kasachstan oder der Mongolei. Einzig im arabischen Raum ist die Rezeptur anders, denn dort ist Alkohol aus Glaubensgründen tabu. Besonders erfolgreich ist die Kugel laut Firma in Israel. Der Grund? Für den jüdischen Markt produziert man die Kugel auch koscher. Die Mozartkugel ist eine lange Erfolgsgeschichte. Und jeder will ein Stück davon haben. Aus diesem Grund gibt es auch so viele unterschiedliche Varianten. Egal ob Name, Aussehen oder Geschmack, das Original ist nicht geschützt. Jeder darf die Kugel produzieren. Sehr zum Ärger für die Erfinderkonditorei Fürst. Die versucht jahrelang, sich das Patent nachträglich schützen zu lassen. Über 100 Jahre lang beschäftigt der Streit die Gerichte. Die Familie versucht alles, um den Fehler aus der Vergangenheit zu korrigieren. Ihr Ziel? Der alleinige Produzent der Mozartkugeln zu sein. Vergeblich. 1996 entscheidet der Europäische Gerichtshof lediglich, dass sich nur die Praline der Konditorei Original Salzburger Mozartkugel nennen darf. Die anderen heißen dann eben Austria, Echte oder haben Eigennamen. Mozartkugeln sind sie alle. Die Fürsts haben sich mittlerweile mit den Kopien abgefunden. Die Industrie hat auch die Kugel weltweit bekannt gemacht. Sie hat sehr stark dazu beigetragen. Die hat für das Produkt Mozartkugel an sich gute Werbung gemacht. Aber wer hat eigentlich den Namen erfunden? Da kommt ein Dritter ins Spiel. Die Konditorei Schatz, ebenfalls aus Salzburg. Hier behauptet man, Namensgeber zu sein.
Wir hatten die Kugeln gleich Mozart-Kugeln genannt, während andere Erzeuger Mozart-Bonbon oder Konfekt genannt haben. Das Hin und Her geht also weiter. Wer hat denn nun recht? Nur 500 Meter weiter bei der Konditorei Fürst sieht man das ganz anders. Das war von Anfang an die Original-Salzburger Mozartkugel. Und der Name? Der stammt genauso wie das Produkt von meinem Ururgroßvater. Hier steht Behauptung gegen Behauptung. Dieser Streit bleibt wohl ungelöst. Dem Erfolg der kleinen Kugel tut das keinen Abbruch. Die Manufaktur Fürst profitiert von diesem Hype wie alle anderen auch. Insgesamt stellt die Konditorei im Jahr über 2,5 Millionen Kugeln her. Ob Original oder Kopie, ob rund oder eckig. Letztlich entscheidet der persönliche Geschmack und der Preis. So sind handgemachte Mozartkugeln fast doppelt so teuer wie die industriellen Varianten. Aber eines kann man sagen, sie zählt zu den beliebtesten Pralinen der Welt.